Tag Leute, ich bin Hellgaming. Willkommen zu Trackmania Turbo. Kam vor kurzem raus und wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen die Kampagne alleine. Die erste Strecke habe ich schon mal ganz kurz gefahren, um einfach nur mal zu gucken, wie ist denn so das Feeling und ja, ob auch alles schön flüssig läuft mit der Aufnahme. Wir legen jetzt mal los und haben jetzt einfach mal direkt die Goldmedaille als Vorlage. Ich habe davor bei der ersten schon mal die Goldmedaille geschafft, aber das ist bei den ersten Strecken ja sowieso alles andere als schwer. Ich denke, dass ich jetzt eh noch eine bessere Zeit machen werde. Ja, Trackmania ist eigentlich sehr beliebt bei haufenweise von Leuten. Da kann man auch eigene Tracks machen und ja, eben eigene Strecken, wie schon gesagt. Und das macht einfach Bock. Das hat einfach irgendwas, was einfach nur verdammt Spaß macht, wo man einfach Strecken stundenlang fahren kann. Ich weiß noch früher, wo ich gespielt habe viel, habe ich so viele Strecken einfach nur mal so locker, scheiße gebaut, einfach mal locker so mehrere Stunden gefahren. Ja, eine Strecke, glaube ich, da bin ich 3-4 Stunden irgendwie gesessen, bis ich da irgendwie Gold bekommen habe. Und das macht es halt eben aus bei Trackmania. Immer die Jagd nach den Goldmedaillen. Das macht einfach Bock. Das Handling hier ist echt sehr, sehr geil. Es macht richtig Bock hier auch das Driften. Wieder scheiße gebaut. Neu starten. Ja, das ist wieder mal typisch, weißt du. Wenn du nicht aufnimmst, fährst du perfekt. Wenn du dann aufnimmst, brauchst du scheiße. So, ich habe aber eigentlich eh die Goldmedaille, deswegen muss ich ja nicht unbedingt jetzt hier auf Gold fahren. Aber ich will mich bemühen. So. Bin schon gespannt, es gibt haufenweise Strecken, habe ich jetzt gerade davor gesehen. Mal gucken, ob ich die alle aufnehmen werde, ich weiß es nicht. Ob ich die ganze Kampagne machen werde, einfach nur mal ein paar Parts. Werden wir dann sehen. Hier gibt es einen U-Turn. Haben nicht versaut, ist ja schön. Oh, aber das habe ich versaut. Die Kurve habe ich mega versaut. Ja, und wie ich die versaut habe. Ja, ein Fehler und schon kann man Gold vergessen. Ja, kriege ich wenigstens irgendwas anderes. Ja, tritt voll durch. Ja, passt schon. So. Nein, ich will es nicht nochmal versuchen. Nächste Strecke. Auf geht's zur nächsten Strecke. Macht echt mal wieder Spaß. Was kann ich hier machen? Rechter Stick ist die Kamera wechseln. Spiegel haben wir ja auch. Kann man nach hinten gucken. Mehr kann man hier nicht machen. Ich spiele natürlich mit dem Controller. So, wir fahren jetzt mal alleine. Ich habe nämlich keinen Bock, dass irgendwie dauernd so ein Geist vor mir da fährt. Und ich dann irgendwie nervös werde. Das macht mich immer nervös, wenn irgendwas vor mir durch die Gegend fährt. Grafisch das Ganze auch sehr schön. Aber Trackmania war eh nicht so wichtig mit den Grafiken, sondern einfach nur die Strecken. Oh, ja, da habe ich schon. Da habe ich das schon ein bisschen verkackt. Ich muss ja erstmal die ganzen Kurven lernen. Und ein fairer Jump. Wunderschön. White Series. Ja, das ist hier die erste. Der erste Abschnitt. Die zweite Strecke ist schon ein bisschen kurvenreicher. Muss man halt ein bisschen driften. Kurz auf die Bremse drauf. Und dann kann man driften. Und dann sind wir im Finish. Mal schauen, was ich jetzt bekomme. Ich denke, für Gold reicht's nicht. Silber. Immerhin. Nice. So. Nee. Komm, machen wir mal. Versuchen wir mal, Gold zu kriegen. Komm. Versuchen wir mal. 3 Sekunden haben gefehlt und ich weiß auch ganz genau, wo ich die falsch gemacht habe. Wo ich falsch geformt bin. Und zwar hier war das. Hier habe ich echt scheiße gebaut. Hier muss man komplett durchdriften. Muss man auch erstmal im Feeling haben. Mal schauen, ob ich vorne aufholen kann. Oh, Alter, nein. Scheiße, kann ich nicht aufholen. Kann man vergessen. Komm, nächste Strecke. Fuck it. Ich versuche alles nur einmal. Ist ja wurscht, was ich bekomme. Wenigstens Silber. Es muss ja nicht immer Gold sein. Mit Silber bin ich auch zufrieden. Wie sagt man so schön? Nicht alles ist Gold, was glänzt. Sagt man das so? Ja. So, alleine fahren bitte. Kein Bock auf den Geist, wie schon gesagt. Oh, die Strecken. Alter, die Strecke sieht immer mega geil aus. Turbo Boost. Alter, wie geil. Hier wechselt das schon in die Ego-Perspektive. Wunderbar. Die ganzen Loopings und alles, was es hier gibt, das ist schon krass. Ich habe mir auch die ganzen Profis angeschaut, wie die fahren. Das ist echt heftig. Was die da für Strecken machen. Wow. Geiler Scheiß. Und Finish. Ja, das gibt Gold. Ich bin geil. Sehr nice. Und auf zur nächsten Strecke. Das geht ja zum Glück ziemlich schnell. Also kann ich schon was unglaublich Riesiges machen. Das Leben erst lebenswert. Homer J. Simpson. Hier gibt es Zitate von Simpson. Ja, der hat auch recht. Und ab zum nächsten. Bin gespannt, wie die jetzt aussieht. Die sind einfach nur geil. Vielleicht werde ich ja noch später ein bisschen online fahren. Mal schauen. Oh, fette Kurve. Die habe ich ganz und gar nicht bekommen. So, U-Turn, Drift Heal. Ja, ich weiß. So.
Nice. Ah, hier gibt es sogar auch einen Donut. Guck mal. Das ist ja hier schön an Simpsons angelegt. Und? Na, ah, Silber. Weil ich davor nicht gedriftet bin. Aber scheiß drauf. Wie viel hat denn gefehlt für Gold? Für Gold hat gefehlt. Wie viel? Weiß ich nicht. Egal. Nächste Strecke. Ich bin mit Gold, ich bin mit Silber zufrieden. Ist ja wurscht. Später, glaube ich, muss man aber eine gewisse Anzahl von Medaillen haben, dass man irgendwelche Strecken fangen kann. Beziehungsweise freischalten kann. Aber da kann ich mich hier später drum kümmern. Jetzt werden wir einfach mal alle ein bisschen fahren. Und Drift. Ich muss noch mehr driften. Schön habe ich das gemacht. Wunderbar. Oh, meine Nase juckt. Ich bekomme wahrscheinlich später auf die Schnauze von den Freunden. Meine Nase juckt, ist immer irgendwas. Oder von sonst irgendjemand auf die Schnauze. Wer weiß. Und. Das war kein guter Drift. Das war alles andere als gut. Hätte schön durchdriften müssen. Aber es ist geil. Was? Just one more time. Okay. Das ist jetzt mit mehr Runden. Scheiße. Das war auch nicht gut. Das wird auf jeden Fall kein Gold. Das wird auf gar keinen Fall Gold. Vielleicht wird es Silber. Schauen wir mal. Und jetzt Drift. Komm. Yes. Und. Da wollte er gerade nicht driften. Warum auch immer. Das war nicht schön. Ich werde jetzt mal auf jeden Fall die erste Kampagne durchmachen. Also die ersten 10 Strecken zeige ich euch jetzt mal. I'd like to focus. Was laberst du? Und hier, aber ich schaffe es hier nicht durchzudriften, oder kann man das? Ja, kann man bestimmt, wenn man gut ist, aber ich finde alles andere ist gut. Und Finish. Bronze. Bronze nicht so gut. Aber ist mir auch egal. Wie viel habe ich denn hier? Komm, machen wir mal eine Herausforderung Silber, weil dann sieht man auch, wie man fahren sollte. Ich habe 6 Sekunden mehr gebraucht. Bei der Silbermedaille sieht man dann wenigstens, okay, so musst du die Kurven nehmen, so musst du fahren. Und dann kannst du das nachmachen. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass ich viel weiter nach links muss. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich viel mehr nach links muss. Bin die Kurven viel zu eng gefahren. Hier weiß ich nicht, wie ich fahren muss. Muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach außen. Jawohl, so ist das richtig. Schön. Das macht der Trackmania sowieso aus. Man muss alle Strecken irgendwie 10.000 Mal fahren, bis man genau weiß, wie man die Kurven nehmen muss. Aber ja, die habe ich. Die habe ich jetzt auch gar nicht mehr so schlecht genommen. Geil, so macht's Bock. Ohne Scheiße, wenn man die Strecken dann kennt, macht das richtig Bock. Und. Nochmal Drift. Komm schon. Jawohl, schön im Drift bleiben. Wunderbar. Alter, das wird Gold. Das wird Gold. Oh. Keine Scheiße, Bombmann. Aber ich glaube, so ein kleiner. Alter, nein. Nein. Ja, vielleicht wird es immer noch Gold. Aber ich glaube, bei Gold darf man keine Fehler machen. Gar keine. Aber vielleicht reicht das noch. Komm. Okay. Schön. Minus 6 Sekunden. Ja, vielleicht ist Silber auf jeden Fall, aber Gold. Und? Und? Silber nur. Aber besser ist auf Bronze auf jeden Fall, okay? So, nächste Strecke. Du wirst dich mit Freuden auf derselben Karten messen. Nutze die Combo aus Trackbilder und Herausforderung. Ah, nice. So, da haben wir jetzt die Strecke Nummer 6. Ist eine kurze. Okay, irgendwie wird 3, 2, 1 auf allen möglichen Sprachen abgezählt. Ja, Trackmini ist sowieso bekannt, dass man irgendwie mit allen Nationen online spielt. Wow. Big Jump! Und das direkt dadurch, wenn ich es schaffen sollte. Jawohl. Sehr nice. Opa. Ja, das war nicht gut. Das war ganz so gar nicht gut. Hier wird es ein bisschen holprig. Oh, da driftet er auch voll. Ja, durch die Pampa. Das ist blöd. Und? Nur Bronze. Ja, auch egal. Ist mir auch wurscht. Nächste Strecke. Die Strecke hat mir nicht so gut gefallen. Ich mag das nicht, wenn das irgendwie so durch Matsch, beziehungsweise durch, ihr wisst, Offroad
Morginit. Morginit. So, das ist jetzt wieder eine 27 Sekunden brauche ich für Gold. Mal schauen. Beim ersten Mal Stecken auf Gold zu fahren, glaube ich, ist gar nicht möglich. Außer man ist einfach nur verdammt geil. Also nicht für mich möglich. So. Okay. Die Stecke haben wir noch jetzt. Die Stecke, sage ich. Die Kurve hat man noch gut gepackt. Alter, fetter Job. Oh yeah. Ich liebe die Donuts, die hier überall rumliegen. Das ist von den Simpsons. Ah, die Kurve habe ich nicht so gut gepackt. Das geht mit mehr Geschwindigkeit. Aber reich für Gold. Alter Scheiß, das war knapp. 27,38. Ich glaube, ein bisschen mehr und ich hätte keinen Gold bekommen. Wurscht. Nächste Strecke. Das war nämlich die Strecke Nummer 7. Unglaublich riesige Machen des Lebens. Ja, das haben wir schon gesehen von Homer J. Simpson. Jawohl, da gibt es auch haufenweise Klassen, wie ihr hier seht. Mit ganz, ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Fahrzeugen, würde ich sagen, genau. Die dann auch verschiedene Handling-Modelle haben. Ich rede hier voll so Fachjargon-mäßig, obwohl ich eigentlich behindert bin. So. Wunderbar, da sind wir schon durch. Und Feder Jump! Ich liebe. Oh! Das war ein zu fetter Jump. Nochmal. Ne, alles neu. Man muss sogar aufpassen, wie viel Gas man gibt ab und zu. Nicht immer nur Vollgas. Und schau, ob das jetzt wieder so der Fall ist. Sonst muss ich mir das merken. Ja, Schikane, sehe ich. So, Air Control. So, ich gehe jetzt mal hier einfach ein bisschen vom... jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Aber auch nicht so optimal. Hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Alter, fuck. Die Strecke ist schon ein bisschen tricky. Da bin ich runtergefallen. Aber das ist eben das Geile. Man muss jetzt genau wissen, okay, so und so viel Gas gebe ich hier. Dass ich dann richtig lande. So, schön hier mittig. Und jetzt vom Gas. Und jetzt wieder Gas. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Perfekte Landung. Und ins Ziel. Das muss doch Gold geben, oder? Trackmaster, du beherrschst über diese Strecke. Was? Ich bin Trackmaster. Habt ihr das gehört? Eigentlich bin ich Trackmaster, aber ja, Trackmaster bin ich auch gerne. Gute Neuigkeiten, du hast neues Zeug in deiner Werkstatt freigeschaltet. Jawoll! Geiler Scheiß. So, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ja, da... Ah, okay. Meistern ist also schneller als Gold, wenn man sie dann meistert. Wenigstens habe ich eine Strecke gemeistert, das ist auch mal schön. Dass ich einmal irgendwas meistern kann. Das ist schon was ganz Neues. Und auf geht's, ab zur nächsten. Oh, die sieht geil aus. Die sieht immer Hammer aus. Ich muss immer meinen Kopf so mitneigen, kennt ihr das? Macht ihr das auch immer, wenn ihr denn Spiele spielt? Oder irgendwelche, oder Flugsimulationen, das ist auch immer ganz schlimm. Oh ja, und da neigt sich schon mein Kopf. Och du Scheiße, abgestürzt. Das ist automatisch, ich glaube, das machen viele. Immer wenn irgendwie so irgendwas schräg ist, auch wenn ich fliege oder so Stecken fahre oder so, dann muss mein Kopf automatisch mit. Ich weiß nicht warum. Und gleicht sich das halt so ein bisschen aus. Ja, dann habt ihr was zum Lachen. Habt ihr was zum Lachen? Ich kann auch nichts dagegen machen. Mein Kopf kann nicht gerade bleiben. Weil mein Kopf ist ja sowieso schief. Wissen wir ja. Aber hier. Oh, 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 oh. Das sieht sicher witzig aus. Ich werde mich danach sicher selbst auslachen, wenn ich mir das anschaue. Okay. Okay. Wow. Aber sollte man irgendwie ein cooles Feeling. Boah, Alter, das mit VR-Brille wäre ja so geil. Ich will unbedingt so eine Oculus Rift, Mann. Aber die scheiß Dinge sind teuer. Spendet mir eine. Spendet mir eine Oculus Rift und ich mache euch alle möglichen Horrorspiele mit der Oculus Rift. Ja, mal gucken, ob ich jemanden finde, der das macht. So, Strecke Nummer 9 haben wir auch. Und dann machen wir jetzt die letzte Strecke. Alter, ich würde so viel mit so einer VR-Brille spielen, das wäre so geil. So, das ist jetzt eine etwas längere. Und das sind sogar 3 Runden. Der Sound ist auch immer geil. Kann man gar nicht still sitzen. Ah, ich sollte mich konzentrieren aufs Auto fahren. Aber ich muss einfach mittanzen. Ist voll 90er.
Opa! Da, genug mit Tanzen, da komme ich ja noch ins Schwitzen, das geht ja gar nicht, was bin ich im Spieler? Ui, was bin ich Gamer, damit ich alles da von Hause aus machen kann, von zu Hause aus machen kann und ich schwitze mir dabei. So, Silbermedaille mit Tanzeinlage. Ja, meh. Jetzt haben wir wieder was in der Garage. Wunderbar. So, jetzt kann ich wieder die Steckenauswahl hier aufklappen. Wie ihr seht, habe ich die allerersten 10 Stecken fertig. Und jetzt kann ich dazu Down and Dirty Valley. Habe ich jetzt freigeschalten. Kann ich jetzt auch machen, wenn ich Bock habe. Mache ich aber nicht jetzt. Hier haben wir dann auch wieder 10 Strecken. Das machen wir beim nächsten Mal, okay? Haut rein, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, kommentieren, bewerten, abonnieren. All die ganzen Scheiße, um euch zu supporten, könnt ihr auch machen. Findet ihr in der Videobeschreibung einen Link. Opa, jetzt habe ich meine Kontrolle verhauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs... Oh, da ist noch was hochgekommen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das wollte ich sagen. Haut rein. Tschüss.